Diese Woche waren eigentlich zwei Ereignisse doch sehr bedeutend. Das eine, die EZB, die Europäische Zentralbank, hat begonnen, Unternehmensanleihen zu kaufen. Und das andere ist, die Märkte werden zunehmend nervös über einen möglichen Brexit. Letzteres macht sich vor allen Dingen natürlich bei den Aktienmärkten bemerkbar. Hier sind die Kurse deutlich gefallen und man muss leider sagen, man kann immer weniger sagen, wie das Referendum ausgeht. Es scheint nun alles möglich zu sein und entsprechend nervös wird man hier. Diese Nervosität wird auch in den nächsten Tagen bis hin zum Referendum anhalten, weil die Umfrageergebnisse werden hier weiterhin keine Klarheit geben. Das andere große Ereignis war die EZB mit dem Start der Unternehmensanleihenkäufe. Die Renditen für Unternehmensanleihen sind ja bereits im Vorfeld gefallen. Aber man hat nun noch mal ganz deutlich gesehen, dass es natürlich zu extremen Marktverzerrungen kommt. Insbesondere natürlich die Differenzierung zwischen kapitalmarktfähigen Unternehmen und nicht kapitalmarktfähigen Unternehmen. Vor allen Dingen natürlich hier der deutsche Mittelstand, aber auch die Mittelstandsunternehmen in anderen europäischen Ländern werden natürlich strukturell benachteiligt, weil diese natürlich eben nicht von den EZB-Käufen profitieren und deren Refinanzierungskosten entsprechend nicht sinken, während natürlich die größeren Unternehmen, die kapitalmarktfähig sind, entsprechend stark davon profitieren. Das Geld und die niedrigen Refinanzierungskosten wird eigentlich nicht benötigt, weil die Investitionspläne eigentlich nicht davon tangiert werden. Investitionsentscheidungen werden davon nicht betroffen. Von daher läuft das Ganze eigentlich ins Leere und ist aus meiner Sicht eher eine unnötige Aktion. Nichtsdestotrotz wird es weiter fortgesetzt werden. Die deutschen Bundesanleihen sind im Zuge der Aktion der EZB, der Staatsanleihenkäufe, wie aber auch der aufkommenden Brexit-Sorgen weiter gefallen auf zwei Basispunkte. Wie schon vor einiger Zeit hier an dieser Stelle gesagt, hier baut sich aus meiner Sicht eine große Übertreibung auf. Die Inflation dürfte in den nächsten Monaten deutlich anziehen. Entsprechend gibt hier das natürlich ein doch deutliches Potenzial für Preisrücksetzer, wenn nicht zu einer deutlichen Korrektur. Das jetzige Niveau am Rentenmarkt macht vor dem Hintergrund der Inflationsanstiegserwartung eigentlich immer weniger Sinn. Und je stärker die Renditen hier weiter Richtung Null fallen oder vielleicht sogar noch unter Null gehen, was auch nicht ganz ausgeschlossen ist, umso stärker ist natürlich das Korrekturpotenzial und das Rückschlagspotenzial. Hier baut sich definitiv eine größere Gemengelage für den Finanzmarkt auf. Diese Trends dürften auch in der nächsten Woche weiter anhalten. Die großen Themen sind erstmal gesetzt. Daran dürfte sich leider auch in der nächsten Woche erstmal nichts ändern, sodass die Nervosität an den Finanzmärkten weiter hoch bleiben sollte und die jüngsten Trends sich nicht groß ändern dürften.